Hey, liebe treuigen Zuschauer, es gibt kaum etwas Schlimmeres für einen Computer, als auf ihm Videos zu schneiden. Und wenn ich dann mobil auch noch möglichst effizient abliefern möchte, dann muss ich mir schon genau überlegen, wo ich mein mühsam erklickbaitetes YouTube-Money rein investiere. Leistungsstark sollte er sein, mobil und mit potentem Akku. Das wäre der Computer, den ich brauche. Und dann wäre es natürlich auch noch ganz cool, wenn man Einzelteile einfach austauschen könnte und nicht so einen luftdicht verklebten Block Elektroschrott hat, wie aus dem obstigen Unternehmen von Cupertino. Vielleicht wird das ThinkPad T470P von Lenovo mich überzeugen. Finden wir es raus. Doch erstmal gilt die Regel, nur anschauen, nicht anfassen. Also, was gibt's zu sehen? Nun, das T470P kommt im selben Gehäuse wie sein Vorgänger. Heißt, wir haben keine Veränderung, was die Maße angeht, zum T460P. Ganz so schmal ist unser mobiler Begleiter also schon mal nicht und auch nicht so wirklich kompakt, trotz seiner 14 Zoll. Denn um Tastatur und Bildschirm haben wir noch großzügig Platz für Notizen. Spaß beiseite. Klar würde ich es begrüßen, wenn sich der Rahmen etwas mehr im Rahmen halten würde, aber so extrem störend ist er jetzt auch nicht. Zumal der 14 Zoller stabil wie ein Panzer ist. Der mit Glasfaser verstärkte Kunststoff steckt nämlich so einiges weg. Mehr als leise Knarzgeräusche konnte ich ihm auch nicht entlocken. Klar, es ist erst einmal nur Kunststoff, aber er fühlt sich sehr hochwertig und einfach nur gut an. Aus Metall sind dafür die Displayscharniere. Und die sind sehr, sehr stabil. Ist der Bildschirm nämlich einmal im gewünschten Winkel angekommen, bewegt er sich da auch nicht mehr weg. Nachteil daran, man braucht zwei Hände zum Öffnen oder muss zu etwas drastischeren Maßnahmen greifen. Dafür lässt sich der Bildschirm 180 Grad Winkel öffnen und hält auch überall im Halbkreis zuverlässig an. Einziger Verarbeitungsmangel ist der übersteigerte Sammeleifer des Deckels, was Fingerabdrücke angeht. Das dürfte wohl ein Traum eines jeden Spurensicherers sein. Obwohl das wohl eher der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichen würde. Am häufigsten wurde ich bisher aber auf die Dicke von rund 2,4 cm angesprochen. Das trifft nicht wirklich jedermanns Geschmack. Fairerweise muss man aber erwähnen, dass der 72 Wattstunden Akku ein wenig heraussticht und so eben für diese Dicke sorgt. Aber wenn man den Hunger leider möglichst lange mit Nahrung versorgen möchte, ist der leider notwendig. Es gibt kleinere Akkus, die nicht herausstechen, aber im Inneren meines Modells werkelt ein Intel Core i7 Quad-Core Prozessor mit Taktraten bis zu 3,8 GHz und eine dedizierte Nvidia GeForce 940MX. Als Grafiker hatte ich dann noch keine Wahl und musste mich für den WQHD-Bildschirm entscheiden. Denn das Full-HD-Panel ist wohl auch dieses Jahr wieder relativ mies. Soweit zu den inneren Werten. Gehen wir wieder mal etwas auf Distanz, denn auf der Vorderseite lacht uns ein SD-Karten-Slot an, der die Karte auch voll aufnimmt. Rechts gibt es einen SIM-Card-Slot, der für optionale Mobilfunkmodule gedacht ist. Zwei herkömmliche USB 3.0-Ports befinden sich direkt daneben. Es folgen Ethernet und der Ausgang für Mini-Display-Port. Ein vollwertiger HDMI darf natürlich nicht fehlen. Und dann ist da noch das erste von vielen Sicherheitsfeatures, der Kensington-Port. Gegenüberliegend finden wir direkt das zweite, den Smartcard-Reader. Dichtgefolgt von einem 3,5 mm Headphone-Jack, dann kommt ein bisschen heiße Luft und der auch im ausgeschalteten Zustand stromspendende dritte USB 3.0-Port. Und wenn wir schon beim Strom sind, der kommt direkt daneben in das Gerät. Auf der Rückseite gibt es keine weiteren Anschlüsse, dafür versteckt sich auf der Unterseite noch ein Docking-Anschluss, der für alle Docks bis 2013 und bis zum T440p abwärtskompatibel ist. Hier hat sich also schon seit langer Zeit überhaupt nichts geändert. Doch eine Sache hätte sich auf jeden Fall ändern müssen. Während Apple seine Kunden ins kalte Wasser schmeißt, ignoriert Lenovo USB-C einfach komplett. Ein Anschluss hätte mir vollkommen gereicht, den wir zum Beispiel beim T470S oder beim normalen T470 haben, doch beim Performance-Modell bleibt USB-C einfach weg. Und bei einem Performance-Modell erwarte ich nun mal Performance, sowohl was Übertragungsgeschwindigkeiten als auch was Gerätevielfalt angeht. Eigentlich ist jeder davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr USB-C im Gerät verbaut haben, doch Lenovo hat das einfach nicht getan. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, nächstes Jahr gibt es dann USB-C oder Thunderbolt auch im T480p. Doch was nützt mir das? Ich musste mir jetzt einen Laptop kaufen und habe jetzt einen Laptop, der nicht mehr wirklich zukunftssicher ist. Denn USB-C ist die Zukunft und auch wenn es jetzt noch nicht viele Geräte gibt, praktisch ist er allemal und ich hätte ihn sehr gerne. Sehr, sehr schade. Die Stimmung sinkt, die Watchtime mit. Schnell was Positives. ThinkPads verknüpft man ja automatisch mit einer super Tastatur. Anscheinend hat sich auch hier nichts geändert und das muss es auch nicht. Das Feedback ist top, der Anschlag ist top. Die Lautstärke der Tastatur geht ebenfalls voll in Ordnung, selbst bei einem Tastaturtrampel wie mir. Beleuchtung gibt's auch, in Weiß und in zwei Helligkeitseinstellungen. Für den Tag dürfte es gerne noch eine dritte hellere geben, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Und wie üblich ist bei den ThinkPads die Tastaturbelegung etwas merkwürdig. Ich kam zumindest mit der verdrehten Steuerungs- und Funktionstaste gar nicht klar. Softwareseitig lässt sich das aber tauschen und macht dann auch keinen Kummer mehr.
Ebenfalls kein Kummer sollte das Trackpad machen. Lenovo hat das nämlich jetzt nochmal überarbeitet und nennt es nun Precision Touchpad. Das bedeutet, dass die Eingaben nun direkt vom OS verarbeitet werden. Das soll halt eben flotter und genauer sein. Es macht auf jeden Fall seinen Job und da kann man nicht meckern. Es ist also vollkommen in Ordnung, auch mal ohne externe Maus das Haus zu verlassen. Die Oberfläche beträgt 10x5,5 cm. Das ist nicht riesig, aber groß genug und Multitouch-Gesten klappen ebenfalls super zuverlässig. Oberhalb des Touchpads sind dann nochmal Tasten für den Trackball. Zu dem kann ich allerdings nichts sagen, da ich den einfach nicht nutze. Die Tasten darunter machen aber einen hochwertigen Eindruck und lassen sich einfach drücken. Rechts neben der Tastatur befindet sich ein Fingerabdruckscanner, der seit diesem Jahr auf Simple Touch reagiert. Heißt, ich muss meinen Daumen nicht mehr rüberziehen, sondern kann ihn einfach auflegen. Und das funktioniert super. Sehr schnell und zuverlässig. Sich damit mal eben einzuloggen ist einfach super angenehm und ein Feature, was ich nie wieder missen möchte. Das kam gerade in den ersten Tagen dazu, da ich mich häufiger ausloggte, um mich danach direkt wieder mit dem Finger einloggen zu können. Es macht halt einfach Spaß und fasziniert mich jedes Mal, wie simpel und cool das Ganze doch ist. Über dem Quadrat der Fingerverifizierung gibt es dann noch eine LED mit entsprechendem Feedback, ob man erkannt wurde oder nicht. Allgemein gefällt es mir sehr gut, dass an den wichtigsten Stellen eine kleine LED verbaut worden ist. Denn nicht nur beim Fingerabdruckscanner, sondern auch beim Lautstärke- und Mikrofon-Mute und beim FN- bzw. Feststelltasten-Lock wird entsprechende Aktivierung angezeigt. Übrigens, auch neben dem Netzteilanschluss ist eine LED, die sich in orangenes bzw. grünes Kleid hüllt, je nach Ladestatus eben. Und neben der 720p Webcam befindet sich ebenfalls eine grüne LED, die Aufnahmen ankündigt. Die Webcam ist für eine Konferenz absolut ausreichend. Besonders toll ist sie aber nicht. Schöner ist ja das Mikrofon, welches mit gezielter Software dafür sorgt, dass man auch bei Hintergrundgeräuschen noch relativ gut verstanden wird. Wenn wir eh schon den Blick auf den Bildschirm haben, dann lasst uns auch gerade mal über den sprechen. 300 Nips gibt's laut Hersteller, serviert auf einem matten IPS-Panel. Und auch wenn ich absolut nichts gegen einen noch helleren Bildschirm einzuwenden hätte, so lässt sich damit doch auch mal draußen arbeiten. Klar, direkte Sonneneinstrahlung ist hier nicht unbedingt empfehlenswert, aber auch bei etwas sonnigerem Wetter muss man sich nicht direkt nach drinnen begeben. 2560x1440 Pixel auf 14 Zoll sorgen für knackscharfes Bild, welches beim Betrachten einfach nur Spaß macht. Und 210 ppi, die klingen nicht nur toll, sie schmeicheln auch dem Auge. Texte sind wie gedruckt und die Bilder wirken sehr natürlich. Der Kontrast und die Schwarzwerte können mich ebenfalls zufriedenstellen. Einzig das Backlight-Bleeding im unteren Bereich sei hiermit bejammert. Dafür geht aber ein großes Lob an die Blickwinkelstabilität raus, denn hier spielt das IPS-Panel seine Stärken aus. Ich kann jetzt die genauen Werte, was Kontrast, Schwarzwert oder Farbraum angeht, nicht nachmessen, aber soweit ich das beurteilen kann, macht der Bildschirm hier einen recht soliden Job. Auch was die Farbwerte angeht, und so habe ich kein schlechtes Gewissen, das ein oder andere Grading auch mal auf dem Monitor zu machen. Ach ja, Flackern konnte ich mit bloßem Auge keins feststellen. Gehen wir vom Auge zum Ohr und sprechen kurz über die Stereo-Lautsprecher. Diese sind rechts und links unterhalb des Gerätes platziert und können für ordentlich Lärm sorgen. Auch wenn die Anordnung unterhalb des Geräts nicht unbedingt die beste Wahl ist und der Klang auch stark von der Reflexion des Materials abhängt, auf dem das T470P steht, so reicht er vollkommen aus, um auch mal ohne Kopfhörer etwas anzuschauen. Klar, er klingt besonders bei hohen Lautstärken etwas blechern, jedoch fangen die Ohren nicht direkt zu bluten an, wenn man mal damit das ein oder andere Video schaut. Gut, das hängt auch vom Content ab. Via 3,5 mm Klinke oder Bluetooth 4.2 lässt sich aber schnell und unkompliziert ein noch besseres Klangerlebnis herstellen. Der Intel Core i7-7700HQ taktet mit 2,8 und geht im Turbo sogar bis 3,8 GHz hoch. Bei der CPU handelt es sich um einen Vierkerner mit Hyper-Threading aus der neuesten Kaby Lake Generation. Die mit dem Prozessor verbundene Intel HD Grafik 630 wird von einer Nvidia 940 MX unterstützt. Diese Grafikkarte ist jetzt nicht unbedingt die neueste oder gar schnellste, kann aber mit ihren 2 GB GDDR5 Grafikspeicher für Unterstützung bei 3D-Anwendungen oder Videoschnitt sorgen. Und dann sind da noch die 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit 2400 MHz, die zugegebenerweise dringend nach einem Upgrade schreien, aber das ist dank der zweiten und freien Bank gar kein Problem. Auch die 512 GB SSD schreit nach mehr, zumindest bei mir als Filmemacher. Hier wird das Upgrade allerdings etwas schwieriger. Lenovo entschied sich nämlich, warum auch immer, dazu eine M.2 SSD durch einen Adapter im 2,5 Zoll Schacht des Computers zu verbauen. Prinzipiell macht die SSD aber einen ordentlichen Job. Lesen tut sie mit 1250 MB in der Sekunde und sie schreibt mit 1100 MB relativ schnell Dateien weg. Doch im Alltag läuft alles flüssig. Surfen, kleinere Programmierarbeiten, Social Media, Grafik oder Office-Arbeiten lassen das Kraftpaket sprichwörtlich kalt. Manchmal zieht zwar unerwarteterweise der Lüfter kurz hoch, schaltet sich aber direkt danach wieder runter oder gar aus.
Wenn aber mal wirklich Leistung gebraucht wird, dann wird man schnell mit der Hitze konfrontiert, die ein 45 Watt Prozessor so produzieren kann. Denn der Lüfter kommt dann überhaupt nicht mehr hinterher, die Wärme abzutransportieren, und das merkt man dann auch. Die Folge? Der Boost wird ganz schnell auf 3 GHz reduziert, die technisch möglichen 3,8 GHz habe ich noch nie gesehen. Wenn die überhaupt erreichbar sind, dann wohl nur für den Bruchteil einer Sekunde. Sollte man gleichzeitig noch die Grafikkarte beanspruchen, drosselt der Prozessor auf 2,6 GHz runter. Kein Wunder, wenn der Prozessor bei fast 100 und die GPU bei 80 Grad meinem Wasserkocher Konkurrenz machen. Der Lüfter dreht bei solchen Aktionen natürlich auch voll auf, doch der zugegebenermaßen ertragbare Lärm hilft nicht. Die Wärme bleibt und bringt die Gefahr mit sich, dass der Prozessor sich irgendwann von selbst ablötet. Das sollte zwar nicht so schnell passieren, bei 100 Grad bewegen wir uns aber langsam in einem kritischen Bereich. Der Computer ist für Leistung gedacht, warum wurde also an der Kühlung gespart? Klar ist der 14 Zoll Faktor mit so einem Prozessor nicht unbedingt die schlauste Wahl, aber ich denke, man könnte an der Kühlung durchaus noch ein bisschen drehen. Wie sieht's eigentlich mit Gaming aus? Gut, die Grafikkarte ist unterste Mittelklasse. Gepflegtes Zocken ist also nicht wirklich drin. Aber irgendwas geht immer, Retro sowieso, und Aufwendigeres wird dann eher auf niedrigen Einstellungen gespielt. Sollte man auf 1 Frame per Second stehen, dann kann man auch auf UHD-Auflösung spielen, aber halt auch nur dann. Mit der neuen Gerätegeneration liefert Lenovo das Versprechen, ein Notebook ohne Bloatware auszuliefern. Keine nervige Zusatzsoftware, die den Laptop eventuell etwas billiger, in jedem Fall aber langsamer und anfälliger für Sicherheitsprobleme macht. Während HP gerade einen Keylogger im Audiotreiber ausliefert, so hat Lenovo sich 2015 mit seiner Superfish-Adware mit Man-in-the-Middle-Potenzial beliebt gemacht. Als Statement dagegen soll nun das weitestgehend cleane Windows 10 Signature Edition zum Einsatz kommen. Konkret heißt es, wir haben nur noch die Lenovo-Settings und den ganzen Scheiß, mit dem Windows sein System selbst zumüllt. Candy Crush Saga, March of Empires, Minecraft-Demo, Xing, Office-Demo und nicht zu vergessen OneDrive dürfen einfach auf keinem Computer dieser Erde fehlen. Schnell mal wieder was Positives, Wartung, denn die ist eigentlich bei ThinkPads nicht so das große Problem. Ich komme auch noch Jahre nach Kauf meines Gerätes an Ersatzteile ran und kann die auch austauschen. Klar, ich komme nicht an die Grafikkarte ran und ich kann auch nicht den Prozessor ablöten und gegen einen anderen ersetzen, aber ansonsten brauche ich nur einen Schraubenzieher, etwas Geduld und Spucke und kann da sehr, sehr viel selbst machen. RAM aufrüsten? Gar kein Problem. Festplatte austauschen? Ja gut, jetzt hier nicht das Idealbeispiel, aber prinzipiell machbar. Schließlich ist dieser Festplattenadapter irgendwie komisch mit diesem M.2 und ich möchte da gerne eine normale SSD rein und ja, Schmerzen. Aber allein um den RAM auszutauschen und den Lüfter mal von ein bisschen Staub zu befreien, ist es eine wichtige Eigenschaft, dass ich meinen Laptop öffnen kann. Es gibt keine Wartungsklappen, ich muss also die ganzen Schrauben hier aufdrehen und danach relativ mühselig den unteren Deckel runterhebeln. Dabei muss ich aufpassen, dass mir keine Clips kaputt gehen, und das braucht wirklich ein bisschen Zeit und Fingerspitzengefühl. Aber ich finde es toll, dass ich es machen kann, und das ist auf jeden Fall wichtig. Ich kann nicht nur selbst Hand anlegen, nein, sollte es in den ersten 3 Jahren zu Problemen kommen, kommt ein Lenovo-Techniker zu mir nach Hause und versucht das Problem zu lösen. Auch danach sollte mein Laptop noch relativ lange überleben können, schließlich wirbt Lenovo mit einer besonderen Robustheit, die sogar Militärstandards genügen sollte. Das heißt, der Display ist zum Beispiel mit Metall verstärkt oder die Tastatur ist mit Ablaufen ausgestattet, die Flüssigkeiten möglichst schnell wegleiten können. Der moderne Business-Casper soll also im Kaffeehaus, im Flieger, in der Wüste, im Regenwald und am besten auch noch in der Hölle seinen Exe schubsen können. Und das kann man sich sehr eindrucksvoll anschauen, wenn man mal auf YouTube schaut, wie irgendwelche Leute mit zu viel Geld ihre ThinkPads zerstören. Die müssen da teilweise schon zu sehr rabiaten Mitteln greifen, damit das ThinkPad davon überhaupt was merkt. Klar sollte man jetzt das Ding nicht durch die Gegend schmeißen und möglichst gut behandeln, doch es ist wirklich beruhigend zu wissen, dass das ThinkPad wohl die ein oder andere Schusseligkeit meinerseits auch mal wegstecken könnte. Damit man aber auch wirklich bis zum Sonnenuntergang arbeiten kann, braucht es einen starken Akku. Das mit der Dicke hatten wir ja bereits besprochen. Ohne hervorstehenden Akku beträgt diese 2,4, mit dem großen allerdings 3,4. Damit lässt sich dann aber auch gut 7 Stunden surfen oder Filme schauen, auf mittlere Helligkeit, oder bis zu 12 Stunden Offline-Office betreiben. Sollte man 100% Leistung benötigen, dann ist nach einer Stunde bereits der Saft weg. Filme schneiden kann man ca. 3 Stunden. Das schreit nach Mittelmaß. Mittelmäßig klein kann man das Netzteil aber nicht mehr bezeichnen. Das lädt zwar auch unbeeindruckt unter Volllast, verbraucht aber einigen Platz im Rucksack. Am Ende des Videos kommt natürlich das Fazit. Nicht so gut gefallen hat mir der fehlende USB-C-Anschluss, die nicht ganz so kompakte Kompaktheit und die Wärmeentwicklung, die relativ stark ist und nicht abtransportiert werden kann. Dafür haben wir aber eine enorme Leistung, die gerne noch durch eine höhere Grafikkarte aufgepumpt werden dürfte. Allerdings hätte das unser Wärmeproblem wohl nicht verbessert. Dafür entschädigt aber der sehr, sehr gute Bildschirm und die Verarbeitung. Schließlich steckt der Laptop Dinge weg, die andere Laptops nicht so locker wegstecken könnten. Und
alles in allem bin ich recht zufrieden damit, auch wenn ich mich wohl noch in Jahren darüber aufregen werde, dass ich kein USB-C in diesem Gerät habe. Wenn ihr allerdings noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare und ich werde sie beantworten. Und wenn ich noch irgendwelche Ergänzungen habe, irgendwelche Dinge, die mir nachher noch einfallen oder im Laufe des Gerätelebens noch einfallen, dann werde ich sie unten in die Kommentare und in der Videobeschreibung entsprechend erwähnen. Bis dahin sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video hier auf Trolltools. Ciao! Oh, habe ich das jetzt wirklich gemacht, nur um einen schlechten Wortwitz zu bringen? Oh, ja, habe ich.